Hallo und herzlich willkommen zum ersten Part von Minecraft Dragodia, meinem Minecraft-Servers Video Gameplay. Ich mache ja im Livestream manchmal und ich habe gedacht, ja, weil ich nicht so viel Zeit habe, weil ich auch ein bisschen Migräne habe, mache ich doch einfach ein paar Parts und wenn ich dann wieder mehr Lust habe und Kraft, kann ich dann wieder ein bisschen mehr Livestreams machen zwischendurch. Jo, ja, herzlich willkommen. Wenn ihr nicht genau wisst, was es ist, könnt ihr gerne noch ein paar Videoaufzeichnungen von den Livestreams. Und ja, da ist nämlich mal ein Zombie. So, kommt runter. Die Monsterfalle ist natürlich sehr, sehr neu. Noch nicht so gut ausbauen können. Es gibt nur zwei Etagen sozusagen mit dem Erdgeschoss. Und deshalb ist sie noch nicht so effektiv. Genau, aber wir machen andere Sachen. Wir wollten noch ein Schwert verzaubern. Jetzt gehen wir mal kurz zurück zu unserem Turm. Und hier müssen wir kurz mal schlafen. Also was machen wir so im Projekt? Also ihr dürft gerne auf den Server kommen, mitspielen, mithelfen, mit Freude haben. Und ja, wir machen mehrere Türme, die immer einen Beruf beinhalten, also zum Beispiel eine Bar, habe ich schon im Bau. Und die nehmen wir mit. Gut, die Bar ist hier. Dann habe ich ein Einkaufszentrum in der Mitte, ohne Turm, also vielleicht einen großen Turm oder so ein Bergfried. Und dann mehrere Türme ringsum mit einem anderen Beruf. Zum Beispiel ein Restaurant. Oh, der ist umgefahren. Oh. Und zum Beispiel ja, irgendwelche Tiergebäude. Ein Zoo habe ich unterirdisch geplant oder auf der Seite. Ich könnte ihn wirklich auf dem Meer machen. Hier haben wir noch ein Museum im Bau, genau. Und hier drüben ist zum Beispiel Slabby Bummer und Cornel. Und der Alu ist ganz hinter dem Slabby Bummer. Dann ist hier Basti und hier drüben ist Leon, wo der ja, das ist ein Schneefuchs, wir sind weit weg. Genau, und dann ist dort unten noch einer, wo ich den Namen gerade nicht weiß. Kann ich gerne mal noch recherchieren. Der ist jetzt ein bisschen nicht mehr gekommen. So, und mehrere Spieler sind einfach so ein bisschen zerstreut, kann ich jetzt nicht so sagen. Genau, und jetzt möchte ich gerne mal kurz noch was zum Spawner gehen. Sorry, ich habe noch ein bisschen Probleme mit der Krankheit. So, und möchte einfach mal kurz GM1 zur Absicherung. Da haben wir noch einen, der heißt Spa. Muspa. Da müssen wir das so auswählen. Und der funktioniert. Doch, der funktioniert auch noch. Okay. Das ist der andere Spawner. Das ist ein Spinnenspawner. Hier können wir noch ein paar Sachen mitnehmen. Jo. Ja, ist ein Spinnenspawner. Okay. Da hätten wir noch einen anderen Spawner, aber gut. Was ist unser Ziel in diesem Part? Ich weiß es nicht, ob ich es schaffe. Also Mangroven und Wüste wäre ein guter Farmspot. Oder wir tun nochmals. Nein, die Wüste ist gut wegen warmer Ozean. Wir machen Ausgrabungen. Muss ich immer mal noch kurz schauen. Ich habe ja den Beutel. Muss ja gar kein Ender Chest mehr auswählen. Wir haben keinen mehr, also dann gehen wir nochmals zurück. Sehr gut, was wir da so machen können müssen. Wir haben viel zu viel, wie viel vor? Also, ja, müssen da noch ein bisschen. Ja, tun wir alles mal. So, was ich habe, ist halt viel wegen der Behutsamkeitsspitzhacke. Viele Erze irgendwo. Hier habe ich auch noch mehr. Und hier habe ich noch welche. Ich könnte die alle mal brennen, aber dringend ist es nicht. Wir machen jetzt einfach mal die zwei und die machen wir alle hier rein. Bambus brauchen wir nicht hier. So, hier haben wir auch keinen Platz für Bambus. Ja. Die Karotten brauche ich sowieso hier oben. Weil wir ja Pferde züchten. Aber ich möchte noch mehr Pferde holen. Die kann ich dann mal auch nebenbei machen, muss ich euch nicht zeigen. Und die Sachen hier
muss nicht hier sein. Hier ist ein Eisbärkopf. Okay. Dann habe ich irgendwie vor ein paar Tagen mal erfarmt, weil ich auf der Suche nach einem Kamel bin. Also der muss zum zum Ding. So, TNT brauchen wir zum Beispiel mal nicht hier. Hier auch nicht scheinbar. Das sind besondere Blöcke, die mache ich hier rein. Okay, ist aber auch schon langsam voll. Naja, man hat halt auch manchmal einfach wegen der Suche so viel Lust, etwas mitzunehmen. Gut, also der Polarbär scheinbar auf Englisch. Eisbär kommt natürlich hier hin. Gut, dann haben wir schon wieder eine Auswahl. Ein einziges Gehege haben wir schon mal gemacht. Der Esel. Ich muss hier noch irgendwie Gras hinkriegen. Könnte ich mit einer Spitzhacke mit Brutzacke leider hier abbauen. Und jetzt haben wir genug. Jetzt machen wir einfach Spawn. Und Random Teleport. Ah, er hat ein bisschen umgestellt. Klar, cool. Jo, weil sonst ist es immer random gewesen. Jetzt machen wir Random Teleport. Wohin? Ins Meer. Okay, es ist ein warmer Ozean. Schafe hat es hier. Ich bräuchte noch schwarze Wolle. Nein, es ist kein warmer Ozean. Ich möchte nämlich die Sniffer. Schnauber oder... Keine Ahnung. Also dann gehen wir zu oben. Nicht Kamel, nein, nein. Ja, okay, dann gehen wir von hier aus. Irgendwo in einen warmen Ozean. Ist es ein warmer? Ich sehe da auch noch Ebene. Ja, Ebene sehe ich. Ah, ich bin noch im Kreativmodus. Ui. Nicht vielfältig. Ich dachte, das wird weggemacht in einer neuen Welt. Aber nein. Also es ist eine steinige Küste hier, okay. Ozean. Dort ist warmer Ozean, das sieht man am Wasser, an der Wasserfarbe. Okay, sind wir weit weg? Ja, wir sind ein bisschen 8000 Meter weg vom Spawn. Also jetzt müssen wir hier Ruinen finden und dann Ausgrabungen machen. Ah, ich habe den Pinsel nicht fertig gemacht, oje. Das bringt ja nichts, jetzt hier zu bleiben. Ich mache hier einen Homepunkt. Voll im Wasser. Warm. Also ein bisschen schwierig, jetzt gerade alles zu machen nacheinander. Ich wollte ein bisschen... Jetzt habe ich jetzt Reparatur bekommen, okay. Dann Fäden. Fäden und Sticks. Hallo, Stick. Ich mag den Stick aus Daredevil. Ist so geil. So, da haben wir den Pinsel. So. Jo. Kommt die mal darüber. Und schwarze Wolle auch hier rein. Sehr gut. So, und dann können wir mit Home warm darüber. So, und das Boot. Und hier wieder. Also, wo haben wir Ruinen im warmen Ozean? Meistens an der Küste oder auch an Land. Aber so gehe ich, glaube ich, wieder zurück. Nein, ich gehe weiter weg. Okay, wir gehen jetzt weiter weg vom Spawn. Je weiter weg, desto weniger Spieler haben wir hier auch rausgebuddelt. Und ja, wir setzen eigentlich die Farm dann immer wieder neu auf. Jetzt gerade sind nicht so viele Spiele. Haben wir noch genügend Sachen zu finden. Also ich als Let's Player und Livestreamer würde jetzt sagen, ich würde es öfters machen, aber unser Programmierer sagt so, ja, komm, lass uns noch, bis wirklich die Leute sagen, ja, jetzt brauchen wir eine neue Farm mit. Also, wie erkennt man diesen Sand? Gut, da. Also, das kann ich jetzt direkt noch nicht machen, weil ich sonst ertrinke. Ja.
Aber es sollte hoffentlich auch noch so sein, dass ich nicht sterbe wegen dem Dreizack. Da, also 10% Chance haben wir. Da kommt irgendwas raus, was ich jetzt nicht erkannt. Hm. Okay. Das Knochengewebe. Aua. Wir müssen auch essen. Wir haben gerade eine blöde Ruine. Ich glaube, ich lasse diese Ruine einfach hier stehen. Ich erkenne nämlich in der Dunkelheit jetzt nicht unbedingt. Ach komm. Also komm, wir lassen es. Es ist zu schwer. Es ist zu tief unten. Ich muss immer sofort wieder hochgehen. Also das, die Ruine habe ich irgendwie nicht so Lust. Also die, das Rock will, habe ich irgendwie nicht so Lust zu holen. Aber doch, geht ja noch schnell, weil eine Schatzkarte ist doch schon ein bisschen zu. Ja, vor allem Moosblöcke und so hätte ich gerne dabei. Und auch diese giftigen Kartoffeln. Jetzt nicht so viel. Die droppen einfach fast nicht aus Kartoffelpflanzen. Nehmen wir gerne mit, aber nicht zu viel mitnehmen. Ich habe sowieso, glaube ich, ziemlich viel. Ja, hier drinnen. Sammelt sich halt an, oder? Das ist, man bräuchte es eigentlich nicht, da drinnen zu haben, aber falls mal ein Händler und ein Dorf ist, könnte ich dann gleich handeln. So, hier. Das ist ziemlich gut hier. Und auch, dass es Nacht ist. Zwar sieht man nicht so viel, aber ich habe ja links oben einen Indikator. Durch den Pfefferlounge. Und der hilft natürlich schon weiter. Aber diese Weiler-Sachen, die werden einfach nicht mehr geupdatet. Diese, ja, Entwickler sind langsam fertig mit Minecraft. Kann es leider nicht öffnen hier. Komm. Der Server braucht wieder einige Zeit, bis er die Kisten. So jetzt. Okay, eine Schatzkarte, gut. Also, dann haben wir wieder ein bisschen Loot von einer Schatzkiste. Ist ja relativ einfach zu machen. Und hier haben wir wirklich gerade keinen einzigen seltsamen. Okay, das könnte nämlich mit der Zeit gefährlich werden. Scheinbar ein Fisch dort, ja. Sollte eigentlich hier auch Sand sein. Seltsamer Sand heißt das. So, und? Nein. Okay, Monster haben wir jetzt nicht in der Nähe. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, tut mir leid. Oh, schnell. Was ist das gewesen? Leuchtsteinstaub. Hä, habe ich einen abge... Hä? Also Leuchtsteinstaub kommt eigentlich nur raus, wenn man das mit dem Pinsel... Vielleicht ist es ein Bug oder... Also man sieht, es ist wirklich hier gar nichts. Jo. Und wir haben das MC-MMO-Plugin drin. Das ist ein sehr gutes, motivierendes Plugin. Das Server. Nein, das ist auch noch normal, Kies. Und hier scheinbar auch. Ach man, ich gehe immer zu spät hoch. Das immer anzupassen, ist mir aber nicht so gewollt. Gehen wir weiter. Mist, Minecraft ist einfach sehr unfair bei solchen Sachen. Die könnten irgendwie ja die Chance einfach mal erhöhen. Aber nein, sie sind unfair, die Chancen sind klein. Man ist ewig dran. Ja, vielleicht, wenn man sich auskennt, aber ich kenne mich jetzt noch nicht aus. Das ist viel zu wenig Content, den ich gemacht habe. Hm. Die nächste Ruine wird sicher bald kommen. Wir könnten kurz schlafen gehen. Wir brauchen auch keine Axt.
Da sieht man auch besser. So haben wir hier gerade. Ja, Skelette. Zum Beispiel hier drüben. Können wir schlafen. Dass wir einfach mehr sehen. Aber ich dachte, es gibt mehr Ruinen in den Ozeanen. Also diese zwei dummen kleinen Ruinchen, Häuschen, die holen uns nicht ab. Wir müssen erfolgreich sein und nicht irgendwie etwas nicht finden. Das los, los, los. Da hat es noch mehr. Oh, habe ich Glück, dass hier überall warmer Ozean ist. Lauwarmer Ozean, aber das ist, glaube ich, das Gleiche. Also das wirkt auch so. Nicht, dass wir dann ausgraben und kein einziges Ei kommt. Aber es gibt es wirklich nur in diesen warmen Ozean. Egal ob lauwarm, warm, Eis gibt es, glaube ich, nicht. Ah ja, ich habe ja noch die Schatzkarte, die können wir dann später mal nochmal. Es ist ein Rock. Das sah so wirklich nicht gerade nach Rock aus. Das ist ein großes Rock. Okay, wir haben wieder ein bisschen Eisen. Das dazu, die brauche ich immer. Die anderen Sachen brauche ich nicht. Und hier drüben. Haben wir irgendwo eine Ruine? So. Oh, TNT. Aber langsam sind wir auch wieder voll. Ich mach mal hier einen Warmer Ozean 1. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter in die Richtung. Wir haben hoffentlich schon Glück im ersten Part, sonst geht es einfach weiter im nächsten Part. Und ich schaue ja auch, dass wir ein bisschen Glück haben. Also, dass wir etwas machen, Spannendes, bis wir Glück haben. Glück kann man halt nicht lenken. Man kann nur mehr machen, da hat man mehr Glück. Und das mache ich auch gerne, mehr Parts oder so. Wenn es einfach auch klappt. Oh. Ziemlich geil. Ich möchte aber bald wieder zurückkehren, dass ich auch die Schatztruhe noch habe. Aber die kommt wahrscheinlich in diesem Part jetzt nicht mehr. Wir sind ein bisschen zu weit weg schon. Aber manchmal nehme ich die auf und ja, habe sie dann nicht mehr. Ich werde sie auf jeden Fall auf den nächsten Part dann holen und dann können wir dort starten. Ja. Also nicht holen, sondern davor starten und dann gleich holen. Akrobatik auch immer wieder leveln. Also trotzdem auch manchmal höher runterfallen. Es gibt so einen Knackpunkt bei Akrobatik, wo ihr keinen Schaden erleidet, aber levelt. Und den habe ich jetzt gerade, glaube ich, nicht geschafft. Aber ja, nur einen halben Herz oder einen Herzschaden bekommen. Weil dadurch könnt ihr wahrscheinlich dann einfach höhere Fälle dann auch überleben, oder? Ja, wenn ihr Lust habt, in der Videobeschreibung habt ihr den Link zum Discord, dort einfach euch melden, ihr möchtet gerne auf den Server kommen. Kommt ihr auch auf den Server. Und ja, der Link ist auch in den Kommentaren, wenn ich es nicht vergesse. Sonst einfach schreiben, bitte noch in die Kommentare schreiben. So, wir sind hier am Strand. Wieder lauwarme Ozean, okay, ist einfach ein bisschen dunkler. Hier haben wir aber nur noch Ozean. Jetzt gehen wir so ungefähr zurück, dass wir wieder Neues erkunden. Und dennoch, ja, näher bleiben für die Schatzkarte dann. So, wir haben noch 10 Minuten Zeit und dann werde ich einfach dann zurückgehen zur Schatzkarte. Also zur Location von der Schatztruhe auf der Schatzkarte. Ja. Aber jetzt haben wir erst zwei von diesen kleinen Ruinen gefunden und sonst treffe ich die ständig an. Habe halt nie einen Pinsel dabei gehabt. Jetzt muss ich das ändern. Immer ein Pinsel. Mindestens ein Pinsel in der Ender Chest haben, also im Beutel. Okay, hier könnte eines sein, oder? Ist ein normaler Ozean. Aber ich schaue einfach mal kurz wegen diesem Sand. Ja, hier.
Vielleicht kommt da das Gutes raus. Ah, eine Scherbe. Okay, da muss ich abhauen. Ja, es lohnt sich noch nicht, gegen die zu kämpfen. Wir haben noch keine gute Rüstung. Ja, und die geht auch bald kaputt. Oh je. Also schnell mal abhauen, Beutel rausnehmen, ein paar Sachen reinlegen. Oh, nicht die Schatzte. So. Gut. Rauslegen, direkt mal den Beutel legen. Oh je. Ab. Hier ist es nicht mehr wichtig. So. Also eine neue Ruine, einen Turm gefunden. Ja, den plündere ich jetzt nicht wegen dem Dreizackvieh. Ertrunkenen. Nochmals ein Portal. Hey, ich mache doch Ruinen, keine Portal. Minecraft ist wieder zu random. Hört auf mit diesem random Scheiß und gebt uns mindestens in 2 Kilometer eine Ruine mit einem Ei. Oh, ich will diese Eier haben. Ich dachte schon, er schießt auf mich. So, nehmen wir einfach mit. Genau, aus dem Goldhelm tragen. Keine Schatztruhe. Also nach der suche ich jetzt nicht. Ah, wir haben es ja geöffnet. Voll lauter. Also der Goldhelm mal tragen. Der ist ja sowieso auch kaputt. Also. Und dafür haben wir aber mehr Luft da unten. Jetzt müssen wir aber so Helme tragen. Also es ist halt wirklich am Anfang, wir sind gar noch nicht so weit, oder? Einfach schwierig unter Wasser immer lange etwas zu suchen. Deshalb bin ich glücklich, ein Wasseraffinität zu haben. Also wenn das Luft ist, könnte auch natürlich Schnelligkeit sein im Unterwasser oder so. Aber das hilft auch. Aber genau weiß ich es noch nicht. Also, dafür spiele ich auch zu wenig Minecraft. Also hier ist aber lauwarmer Ozean gut. Vielleicht finden wir ja nochmals eine Ruine mit dem Ei. Sniffer-Ei oder so. Ist grün. Und hat rote Punkte. Habe ich jetzt nachgeschlagen, weil ich habe schon lange Ausgrabungen. Also nicht lange, aber schon ungefähr 3. Ziemlich weit geplündert und habe die Eier einfach nicht gefunden. Obwohl ich eigentlich eine Ruine schon geplündert habe unter Wasser. Habe ich sie nicht getroppt bekommen. Ist das hier? Ist das hier eine Ruine? Ja, oder? Okay. Wo haben wir den Sand? Wo ist der Sand vergraben? Okay, es ist doch nicht so gut mit der Luft. Ich muss mich noch informieren, was das genau heißt. Affinität heißt für mich, man ist besser gewappnet gegen Wasser. Hat Wasser Liebe oder so? Okay, es kann. Wieso bekommt man einen festen Schaden über? Also für 2 Schaden. Es ist wirklich offen, nirgendwo zu sehen. Oh. Hoch, 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 hoch. Bekommen sonst so viel Schaden. Wieso ist der Helm? ich muss einen Schildkrötenhelm machen. Ich habe aber ein Problem, dass auf Grundstücken man keine. Also ich muss hier irgendwo in der Farmwelt halt eine Schildkrötenzucht machen. Jetzt hoch. Ja, das hat gereicht. Gut. Also so wie es aussieht. Gibt's die einfach nicht oft? Ist es wirklich so? Also, ich habe hier keinen einzigen. Da könnt ihr mir gerne ein bisschen helfen. Nicht so viel am Minecraft spielen gewesen. Es gibt halt immer die Spiele, die entweder Minecraft durchspielen oder nur anspielen oder so. Und ich bin eher der Anspieler und der Bauer. So seltsam gesagt. Endlich. Ja, das reicht jetzt nicht mehr.
Schnell hoch. Also bitte, Sniferei, komm schon. Wie heißen die auf Deutsch? Riecher? Was heißt Snief? Snief heißt schmecken. Der Schmecker. Nein, nicht schon wieder. Ich habe so viele von diesen schon. Die sind so häufig. Ah, lass doch mal. Die spammen einfach alles zu. Die sind nicht stackbar. Also, ja, es gibt vielleicht schon snackbar, aber sind immer neue. Hör jetzt auf, wenn wir Schaden zu bekommen, in ein paar Sekunden. Oh, ich muss echt früher gehen. Nicht so ungeduldig sein. Ey, hallo. Stecken. So. Ja, ist eine Arbeit, die ich jetzt nicht unbedingt machen würde. Aber Minecraft so, komm, wir machen langweiligen Content. Minecraft muss halt lange sein. Ich glaube, ich habe sogar einen Sand abgebaut. Also den richtigen Sand natürlich, also den wertvollen Sand. Das ging so schnell, oder? Ist gar nicht fertig gelesen. So, jetzt hier, ja. Was ist das? Was ist das? Hä? Okay. Kurz mal schauen. Hä? Was ist das gewesen? Sah aus wie ein Stachelfisch oder so. Kugelfisch, genau. Hä? Also die Items werden manchmal gar nicht mal so richtig. Da ist es. Ist gar nicht eingesammelt. Was ist das? Hä? Was ist das? Habe ich es jetzt eingesammelt? Was habe ich da bekommen? Auf jeden Fall nicht das Richtige. Ach komm. Diese automatische Ich schwimme nicht-Steuerung nervt. Das ist wirklich nicht gerade das. Komm. Es geht immer so schnell, so schnell. Es geht immer so schnell. So schnell. Also wir haben irgendwas bekommen, was ich nicht verstehe. Ah, das ist dieses Glowstone-Stab gewesen. Klar. Also das müssen sie verbessern, naja. Nicht so blöde Dungeons machen. So blöde Dungeons, die keinen Spaß machen, weil sie so... Ich weiß nicht, sie wollen eigentlich irgendwie Minecraft Dungeons einbauen in Minecraft. Aber so Sachen, die macht man einmal und dann merkt man, oh ja, man hat ja genug Items. Und dann macht man sie nicht mehr. Also nur wegen den Items, die man vielleicht braucht. Sonst echt nichts. Und jetzt heide ich eher, als immer die ganze Zeit Hunger zu haben. Sonst bin ich dann bald tot. Also hier ist sicher mal keins mehr. Also, denke ich einfach mal. Jetzt mache ich das Boot hier. Also, jo. Dann denke ich mal, wir machen einfach im nächsten Part hier weiter mit diesem, mit dieser Mission. Schreibt unten Missionen, die ich machen soll. Und wenn ihr mal eher bauen sehen wollt, schreibt es auch. Oder mal mehr Action machen wollt. Oder mehr Leveln vor allem zuerst einmal, wo wir da nicht mehr Action haben. Ja, ist eine Blumenwiese. Denke ich mal. Ja, muss ja sein, wegen den Dinger da, den Tulpen. Tulpen sind die intensivsten Blumen. Habe ich nicht so gerne übrigens. Also ich bin nicht so gerne intensive Farben am mögen. Ich mache immer ein F dazu, wenn es verhammelt ist. Jo. Okay. So langsam könnten wir eigentlich auch... Ich könnte jetzt gerade kurz nochmals versuchen,
einen Dreizack zu bekommen. Aber ich muss mich kurz zuerst heilen. So. Wie machen wir das? Wir müssen ihn an Land locken. Okay, haben wir einen Dreizack? Die sind sehr selten. Also scheinbar haben wir keinen Dreizack. Okay. Aber von wo ist der gekommen? Ist er einfach zu uns gekommen? Oder spawnen die irgendwo hier unten? Ich sehe keine Ruine. Ich glaube, der ist mit uns irgendwie gekommen. Hey, ich habe nicht gesagt, du darfst mich schlagen. Also man sieht es einfach nicht, dass hier eine Ruine ist. Könnte schon sein, dass der mitgekommen ist. Okay, das ist ein Angel. Also dann, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part von Dragoudia Let's Play. Tschüss. Und dürft gerne mitmachen. Tschüss.